Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush. Ich habe ein Sonderangebot im Shop und zwar die legendäre Kiste und die werden wir uns heute holen, denn ich hoffe einfach, dass ich endlich mal eine neue Legi bekomme. Also entweder die Bogenschützenkönigin oder das Sturmelementar. Und ja, was gibt, ja genau, es gibt, oder genau, oder den Schamanen, natürlich wäre auch ein Drache fein oder eine schwarze Hexe, aber ich will endlich mal eine neue haben. Und ja, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, starten wir gleich mal in die Schlacht mit meinem Drachendeck, was ja auch ziemlich legendär ist, obwohl es im letzten Video nicht so toll war. Leute, wer hat das letzte Video gesehen, schreibt es mir in die Kommentare, das war eine richtige Facepalm-Folge und das war ja ziemlich ärgerlich, wie man im Video auch merken kann. Aber ich hoffe, das kann ich heute wieder gut machen und kann vielleicht das ein oder andere Match hier gewinnen. Wir waren hier schon wieder auf 2700 Pokalen und auf einmal sind wir wieder runtergefallen. Doch ja, kann mal passieren. Ich bin richtig gespannt, was so in der legendären Kiste drinnen ist. Was ist denn eure legendäre Kiste bei Castle Crush? Schreibt mir das noch mal bitte unten rein. So, da spielt der Gegner den Bogenschützenstamm. Und das finde ich gar nicht gut. Ich meine, ich habe zwar die Pfeile auf der Hand. Ja, die setzen wir auch ein. Wir hätten nicht warten können, denn sonst hätten sie einfach viel zu viel Schaden gemacht. So, können wir den Golem so zerstören? Ja, können wir. Und dann können wir ja auch schon gleich den Henker spielen. Da haben wir schon ziemlich viel Zeit verbraucht. Und dann können wir auch gleich mal einen Drachen spielen oder einen Black Knight. Doch zuerst... Nö, wir müssen den jetzt einfach spielen, komm. Und dann spielen wir auch gleich das Inferno. Und da sollte das auch alles weg sein. So, nein, die Bogey Queen überlebt das. So, jetzt wird es aber Zeit für den Dämon, um die wegzubekommen. Bitte spiel nichts, Gegner. Yes, da ist sie weg. Gott sei Dank, Leute. Das hätte sonst böse enden können. Da hätten wir einen Drachen gespielt. Und dann, ja, puh. Jetzt wollte ich schon sagen, einen schwarzen Drachen. Dabei, ja, habe ich auf den schwarzen Ritter geguckt und dann an den Drachen gedacht. Und dann ist der schwarze Drache rausgekommen. So, und jetzt mache ich mal ordentlich... Oh, komm schon, das war jetzt sehr blöd für mich. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da überleben. Und Blitz drauf und da hat sich die Sache erledigt. Oh nein, nicht das. Wir spielen jetzt gleich mal zweimal den Exekristall, bekommen ja da auch Karten dann. So, da muss der Henker herhalten. Für das hier, komm, gib mir irgendwann einen Blitz, liebes Spiel. Gib mir einen Blitz. Das wäre mega nice. Komm, wir spielen hier einfach mal einen Drachen auf der anderen Lane. Das bringt das Ganze jetzt etwas auseinander. Ein Blitz wäre natürlich trotzdem nice, Leute. Und ich hoffe, der Gegner hat nicht wieder... Yes! Er hat sie falsch gespielt. Er hat sie ziemlich falsch gespielt, Leute. Jetzt sieht es sehr gut aus für uns. Ah, da hat uns gefreezed. Trotzdem konnten wir wenigstens einen schwarzen Ritter wegbekommen. So, ein Golem wäre jetzt auf alle Fälle gut auf der untersten Lane, sonst haben wir hier ein Problem. So, wir heilen uns hier rauf und der Drache macht weiterhin Schaden. So, Leute, ich hoffe, da gewinne ich. Ein Hit noch. Yes, wir haben gewonnen. Das war mal ein richtig spannendes Game, Leute. Wow. Puh, da hatte ich wirklich Glück, dass er die schwarze Hexe hier einfach so falsch gespielt hat vor dem, ja, Drachen. Aber ich glaube, er hatte sonst nichts, was die Skelette zerstören hätte können. Deswegen hat er sie so gespielt. Leider hat er sich da verschätzt. So, aber jetzt öffnen wir endlich die legendäre Kiste und ich bin wirklich gespannt, was da drinnen ist. So, Leute, ich will ein Sturmelementar und eine Bogey Queen. Los geht's. So, da haben wir sie geöffnet. So, da ist die legendäre Karte. Es sind ja zwei davon drinnen, also es ist eine, die ich jetzt doppelt gleich habe. Puh, und die können wir dann nochmal auch upgraden, wenn ich genug Geld habe. So, los geht's. Was ist drinnen? Go! Yes, neue Karte freigeschaltet. Und wir haben den Schamanen freigeschaltet, Leute. Und den gleich zweimal. Das heißt, wir könnten ihn upgraden. Aber ich muss sagen, der Schaman ist eigentlich die legendäre Karte, die ich am wenigsten gerne gezogen hätte. Aber egal. Der Schamane ist natürlich eine geile Karte und ich freue mich, dass ich die jetzt im Deck habe. So, und das gleich zweimal. Wie viel kostet denn die, wenn ich hier sie freischalten kann? Endlich wieder eine neue Legi. Das heißt, ich kann euch mal wieder neue, coole Decks zeigen, Leute. Denn das hat mich etwas genervt, dass ich in letzter Zeit keine Legi gezogen habe, dass ich hier, ja, keine neuen Decks spielen konnte. Und wo haben wir ihn? Da haben wir ihn neu, den Schamanen. Er würde kosten 400 für ein Upgrade. Sollen wir den gleich upgraden? Ich weiß ja nicht. Wie viel würde er verbessern? Es würde schon mehr Angriff auch machen und auch mehr, viel mehr Trefferpunkte. Eieiei, ich weiß ja nicht so recht. Nein, warten wir mal damit.
Ja, Leute, das war, ja, endlich wieder die neue Karte. Freut mich eigentlich richtig und ich muss gleich mal ein paar Schamanen-Decks ausprobieren, was es da alles so gibt. Denn es gibt ja schon bald wieder neue Karten. Den Changeling und den Phoenix, also den Phönix und den Verwandler. Ich weiß nicht, wie der Verwandler richtig heißen wird auf Deutsch, aber ich meine, der Phönix wird Phönix heißen. So, wir machen jetzt gleich mal wieder hier mit dem Golem. Setzen wir einfach hier, damit der Gegner etwas zu tun hat. Und da brauchen wir auch einen Golem, um das Ganze mal etwas zu entschleunigen. Gegner spielt, wie es aussieht, ein Rush-Deck. Und mein Golem sollte hoffentlich, ja, sollte sich ausgehen. Da haben sich beide ausgelöscht. Easy, Leute, easy. Jetzt können wir auch gleich mal einen schwarzen Ritter spielen mit dem Mana-Ritual. Das spielen wir gleich mal da unten. So. Der Dämon wäre natürlich jetzt auch sehr, sehr fein, damit wir sie auslöschen können. Die Bogey Queen. Da ist der Gegner jetzt selber schuld. Anders hätte er wenigstens noch etwas Schaden draufsetzen können. Komm schon, Henker. Henker, Henker, Henker. Yep, da haben wir den Henker. Schafft er das noch? Yep, schafft er noch. Aber da ist mein schwarzer Ritter leider weg. Denn er hat auch einen schwarzen Ritter dagegen gesetzt. Trotzdem haben wir hier auf der unteren Lane einen kleinen Vorteil, würde ich mal so sagen. So, Mana-Ritual raus. Und dann spielen wir auch gleich mal den Drachen. So, und wir haben auch die Pfeile auf der Hand, um die Skelette hier des Gegners zu zerstören. Easy. Easy going, Leute. Und der Gegner kann hier nichts mit einem Blitz ausmachen, denn ich habe einen Golem zwischendrin. Und der Golem ist die Karte. Eieieiei. Da waren wir zu spät. Da habe ich eine zu langsame Reaktion gehabt. So, weg mit dir, Bogenschützenkönigin. Der Gegner spielt ein ziemliches, ja, Verzögerungsdeck, denn die Bogey Queen kann immer aus der Ferne angreifen. Die schwarze Hexe kann meinen Push einfach so zerstören. Und das ist schon manchmal nervig, muss ich sagen. Denn die Bogey Queen macht eigentlich sehr, sehr, sehr fetten Schaden. Und das ist schon eigentlich ziemlich nice. So, hier mal ihn. Und da können wir seinen schwarzen Ritter vorher zerstören, bevor er unseren zerstört. So, einen Blitz habe ich. Komm! Ja, ja, Leute, da waren wir jetzt mal vom Timing her ziemlich, ziemlich besser dran als das letzte Mal. Gegner hat die Pfeile rausgehauen. So, und wir haben gleich nochmal den Drachen. Wir machen einfach mega viel Druck. Es kann nicht sein, dass der Gegner jetzt immer eine schwarze Hexe auf der Hand hat. Deswegen müssen wir schauen, dass wir einfach vorne bleiben. So, mit den Pfeilen können wir hier hoffentlich seins zerstören auf meiner Seite. Yep, geht sich easy aus. So, und wir spielen gleich nochmal einen Drachen. Ist zwar jetzt gefährlich, in Hinsicht, dass der Gegner jetzt wieder eine schwarze Hexe spielen könnte. Yep, da hat er sie auch schon. Und ich habe einfach nichts, dass ich sie... Komm, bitte. Hat der Meteor, da hat er wirklich den Meteor, Leute. Boah. Ich komme einfach nicht an die Burg ran. Ihr seht schon, wie der Gegner extremst verzögert. Er heilt sich auf. Er spielt einen... Ja, er spielt die schwarze Hexe. Und wir müssten eigentlich einfach auf jede Lane Schaden produzieren. Doch das ist einfach sehr, sehr schwierig momentan. So, komm schon, schwarzer Ritter, zerstör das Ganze hier. Ah, das kann es doch nicht sein. Das muss sich irgendwie ausgehen. Das muss sich ja irgendwie ausgehen. Doch wenigstens haben wir hier den Henker an seiner Burg dran. So, jetzt haben wir mal die Overhand-Gegner. Jetzt haben es wir mal hier. So, die Bogey Queen muss einfach weg und diesen Push werden wir jetzt auch von ihm aufhalten. Komm, Gegner, du hast jetzt bitte keine schwarze Hexe. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen hier einfach sehr, sehr viel Schaden machen. Mit sehr, sehr viel meine ich auch sehr, sehr viel. Komm schon. Mach Schaden. Mehr Schaden. Yes, das geht sich nicht mehr aus und ich hoffe natürlich, wenn wir jetzt in die Overtime gehen würden. Komm, Drache. Yes, Leute, da haben wir das weggeschafft. Und jetzt die Schwarze, jetzt das Feuer rein. Huch. So, und wir dürfen die auch keinen Schaden machen lassen. Das wird jetzt knapp, das wird richtig knapp. Aber wenn wir nichts zu unserer Burg lassen, ich habe den Blitz auf der Hand, dass ich jetzt einen, einen Flaschengeist aufhalten könnte, aber er setzt den Flaschengeist an seiner Burg und da hat er verloren. Denn der Drache macht Flächenschaden. Yes, Leute, da hat sein Verzögerungsdeck im Endeffekt versagt, da er irgendwann so viele Karten rausschmeißen musste, dass er einfach keine Handkarten mehr hatte und da habe ich die Chance ergriffen und bin einfach voll auf seine Burg rauf. Das war jetzt mal ein richtig spannendes Game, Leute. Hätte ich mir nicht so erwartet. Boah, und jetzt bin ich richtig motiviert, die Siegeskiste hier noch zu öffnen. Ich bin so richtig motiviert. Puh, wir spielen gegen den Knine aus den Vereinigten
starten. So, los geht's. Naja, die Handkarten sind nicht so toll. Irgendwie feiere ich es momentan, wenn ich zum Beispiel einen Golem als Handkarte ziehe. Sieht jedoch jetzt momentan schlecht aus. Komm schon, zweimal das Mana-Ritual. Irgendwann muss ich mal spielen, damit ich wieder eine Karte ziehe. Vielleicht ziehen wir ja einen Henker, den könnten wir dann schon spielen. Der Gegner kann aber auch nicht spielen, wie es aussieht. Komm, da spielen wir einfach mal den Golem. Und weiter geht's. Da müssen wir einfach abwarten, abwarten, abwarten. Okay. Komm schon, gib mir jetzt ein Inferno. Ich will ein Inferno sehen. Inferno. Aber der Golem wird hier wenigstens... das sehe ich jetzt gar nicht gern. Komm, geht sich da der Blitz aus. Ja, da ist die Erscheinung weg mit dem Blitz. Und jetzt müssen erst die Dinger nur noch nach vorne schaffen. Und dann hauen wir die Pfeile drauf. Und dann hat sich die Geschichte auch erledigt. Pfeile drauf. Weg mit euch. Da warten wir auch gleich ab, bis die auf meiner Seite sind. Denn dann können wir nochmal die Pfeile draufhauen. Das gefällt mir jetzt zwar nicht so, aber... Komm schon, Pfeile. Boah! Das ist jetzt nervig. Das finde ich jetzt nicht so toll. Komm, da setzen wir ihn noch. Nein! Und jetzt müssen wir probieren, einfach mal den Drachen auf das Spielfeld zu setzen. Sonst haben wir hier sehr, sehr wenig Chance. Wow, Gegner, bitte spiel jetzt einfach keine... Ja. Boah, jetzt macht er Druck. Jetzt macht der Gegner Druck. Er kann das ja nicht schon wieder wiederbeleben. Wie viele Wiederbelebungen hat er? So, wir setzen hier mal... Wir verzögern mal das Ganze und hoffen auf den Drachen, dass wir den nochmal einfach hier setzen können. Auf der untersten Lane wäre es passend. So, wow, jetzt hat er auch noch die Bogey Queen auf dem Spielfeld. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Und da ist mein Drache weg. Oh mein Gott, was hat der Gegner bitte hier für ein krasses Deck? Das ist nicht schlecht. Da darf man ruhig klatschen, Leute. Wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ihr seht schon, die Bogey Queen ist einfach so verdammt stark. Deswegen hätte ich die auch gerne. Vielleicht ziehe ich sie ja mal. Wäre richtig nice. Leider keine legendäre Kiste mehr im Angebot. Sonst hätte ich mir sie vielleicht gleich nochmal geholt. Ich will die Bogey Queen, Leute. Ich will sie einfach haben. So, starten wir nochmal in die Schlacht. Das habe ich jetzt nicht sehen können. Denn wie viele Wiederbelebungen der Typ hatte, das war nicht schlecht. Wusste gar nicht, dass das möglich ist. So, was bekommen wir hier? Yes, wir haben wenigstens den Golem, den können wir gleich mal spielen. Trotzdem müssen wir hier wahrscheinlich... Yep, wir ziehen dafür jetzt keine Karte. Aber zuerst hauen wir die Pfeile jetzt raus. Und dann werden wir den Golem spielen. Komm schon, Golem, setz dich hier beim Krieger. Gegner spielt einen Rush-Deck. Also wenn wir das jetzt etwas verteidigen können, dann wäre es nicht schlecht. Aber jetzt können wir mal den Dämon spielen, um seinen... Ork-Krieger hier zu zerstören. Wenn er nicht jetzt... Ja, er spielt keine Skelette. Puh, sonst wäre der Magier jetzt draufgegangen. Das würde ich mal sagen... Oh, nein, das ist eine tödliche Kombi, was der Gegner hier gerade bringt. Ziemlich tödlich. Aber ich habe die Pfeile, das heißt, ich kann sie easy jetzt auslöschen. Komm, da Henker drauf und da ist es weg. So, jetzt hat auch nicht die Heilerin hier gespielt. Aber, ja, wir machen jetzt einfach auf der mittleren Lane Druck. Das andere können wir hier unten easy dann aufhalten. Easy können wir das aufhalten. So, der schwarze Ritter sollte kein Problem... Wow, okay. Er hat doch etwas Probleme mit dem Schlammelementar. Doch, es sollte jetzt möglich sein. So, komm schon, wir spielen den Drachen auf der untersten Lane. Hat er nochmal die Pfeile? Ich hoffe nicht. Huh, yes. Aber da ist mein schwarzer Ritter leider weg. Leider, leider, leider. Inferno drauf, da haben wir jetzt schon einiges zerstört. Henker auf der obersten Lane wäre nice. Ist auch nice, haben wir draußen. Jupp. Wow. So, Schlammelementar ist weg. Wir spielen gleich nochmal einen Drachen, der das Ganze hoffentlich jetzt zerstören wird. So, eine Skelettschwarm gegen einen Drachen setzen ist natürlich ein Fehler, den man sich einfach nicht erlauben darf, Leute. Puh, da haben wir die Heilerin zerstört. Da wäre natürlich besser, wenn wir den Mage zerstört hätten. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Der Gegner hat schon geschrieben, gut gemacht. Yep. Da machen wir einfach zu viel Flächenschaden mit dem Henker auf der obersten Lane. Da kann er einfach nichts mehr dagegen setzen. So, wir bekommen eine Goldkiste. Wir müssen jetzt auch was öffnen, damit wir für den nächsten Kampf eine Kiste frei haben. Was sehen wir hier? Achtmal die Heilung der Natur. Alles klar. Und dann öffnen wir gleich mal die Silberkiste hier. Und wir starten weiterhin in die Schlacht. Denn wir brauchen nur noch einen Sieg. Und wir gewinnen.
Die Siegeskiste. Und in der Siegeskiste ist ja auch einiges Gutes drinnen. Ich habe dir letztens gesagt, Danny, wieso freust du dich so auf eine Siegeskiste? Ja, Leute, weil ich einfach finde, in einer Siegeskiste sind einfach coole Sachen drinnen. Es ist sehr viel Gold drinnen und es sind auch sehr, sehr viele Karten eigentlich drinnen. So, wir hauen hier auch mal das hier raus, obwohl es eigentlich schlauer gewesen wäre, das Mana-Ritual zu verwenden, denn dann hätten wir hier den Golem früher setzen können, aber egal. Aus Fehlern lernt man, Leute, aus Fehlern lernt man. So, wir müssen hier einfach auch mal das spielen. Jetzt könnten wir... Für was haut er jetzt sich die Wiederbelebung raus, Leute? Für was, frage ich mich da. So, wir spielen hier gleich mal hinter dem Golem den Henker. Der Henker ist ja leider schneller. Das heißt, das geht sich jetzt momentan nicht so aus, wie ich es mir gedacht hätte. Und dann spielen wir auch noch einen schwarzen Ritter. Um das Ganze hier zu zerstören. Einen Dämon hätten wir auch auf der Hand. Können wir natürlich auch spielen hier gegen die Bogenschützen. Spielen wir auch, komm. Ja, jetzt wäre natürlich unten besser gewesen. Aber ich hoffe, der Skelettkönig wird hier zerstört von meinem Push. Ja, yep, da ist er weg. Und wir machen mega viel Schaden, Leute. Komm, schwarzer Ritter, überlebe. Ja, yep. Und wir machen mehr Schaden um Schaden um Schaden um Schaden. Da hätte er eigentlich seine Skelett schon in die mittlere Lane setzen sollen. Aber wir haben gewonnen, Leute. Und wir können jetzt die Siegeskiste öffnen. So. Sorry, vor lauter Aufregung hier. Habe ich mich verschluckt. Oh, Leute. Jetzt öffnen wir die Siegeskiste. Vielleicht noch eine Legi. Wie geil wäre das, wenn wir heute einfach noch einen Legi-Drop aus einer Siegeskiste hätten. Das wäre richtig, richtig nice. Aber egal, wir öffnen das jetzt. Come on, was ist drinnen? Keine Legi, nicht mal eine Epic. Was ist da los mit euch? Wir bekommen 3 Juwelen, das seht ihr momentan nicht, sorry. Und 397 Gold. Und ja, zuerst die gewöhnliche. 47 mal die Bombe. Nice. Und 5 mal den Ork-Krieger. Könnten wir alle schon upgraden, nur ich habe kein Money momentan. Ihr seht schon, 5847 Gold ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber es läuft. So Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und falls du hier neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich, ja, im nächsten Video oder vielleicht im nächsten Stream. Danke Leute fürs Zusehen. Ciao.